Ich möchte jetzt mal ganz kurz die Werkzeuge vorstellen, so wie hier jetzt also ganz zum Anfang, also ein Routenplaner. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir also hier in Jever starten. Wir nehmen mal als Beispiel hier die FDZ. Das heißt, ich kann also hier einen Punkt hinsetzen und die Wangerländische Straße 40 Jever wird ermittelt. Und mein Ziel ist möglicherweise, hier in Osterholz-Scharmbeck oder Beck, kann also jetzt hier ranzoomen und sagt, okay, ich müsste also jetzt ins Zentrum hier rein und sage, ich setze hier also den Punkt, dann wird auch die Adresse ermittelt und sofort bekomme ich also auch enorm schnell eine entsprechende Routenplanung. Wo muss ich lang, welche Abschnitte fahre ich und wie ist die Gesamtstrecke? Das heißt, wir haben ungefähr 101 Kilometer, 1 Stunde 11 Minuten Fahrzeit. Die Berechnung geht wirklich schnell, sodass ich also jetzt mit diesem Routenfinder mir das Ganze auch nochmal ausdrucken kann, aber relativ schnell eine Wegbeschreibung habe, wie ich denn jetzt am besten zum Zielort hinkomme.